sagt ja auch mal Alex, hinter uns ist schon eine große Schwurbel-Demo für Frieden. Und in einer Woche schon ist die große Kundgebung von Sarah Wagenknecht und Elsässer. Wir rufen alle auf, vor allem Mitglieder der Partei, Linkspartei und der Die Partei, den Aufruf zum Gegenprotest zu unterstützen, mit uns auf die Straße zu gehen gegen diesen Wahnsinn. Das kann man nicht mehr aussitzen jetzt. Sie kommt mal runter. Mit wem marschiert ihr denn da? Leute, rechte Nazi-Seite. Hört auf mit dem Quatsch. Leute, also ihr denkt, ihr findet was Großartiges statt. Ist aber nicht so. Alles, was hier passiert, ist, dass ihr rechten Leuten hinterherlaufen. 30 Jahre recht Druck und ihr fallt darauf noch rein. Das ist ein biologisches Experiment oder was? Und ihr habt es geblickt und alle anderen sind Schlafdarfe. Na klar, ihr habt es geblickt und alle anderen sind Schlafdarfe. Hört auf, distanziert euch von den Rechten. Das ist doch schlimm, guck mal, mit wem ihr da demonstriert. Das ist so schlimm. Von euch gibt es doch gar keine Nazis. Ich kenne ja überhaupt keine Nazis. Rechts und links gibt es aber euch nicht. Ihr habt ja überhaupt keinen eigenen politischen Standpunkt. Na klar, weiße Privilegien wollt ihr verteidigen, das ist alles. Absteigender Mittelstand, das seid ihr, absteigender Mittelstand. Ihr macht wirklich euch damit lustig über Leute, die wirklich in der Diktatur leben. Aber was ihr macht, ist einfach nur Bullshit erzählen und ihr macht damit alle lächerlich, die wirklich was an diesem Staat kritisieren und Gesellschaftskritik üben, fundierende Gesellschaftskritik. Das geht wirklich alles gar nicht. Nehmt euch das auf, ihr seid so peinlich, wirklich lächerlich. Leute, was ihr da abzieht mit dem Geschwurbel. Schämt euch, ihr seid so peinlich.